Meine Damen und Herren, verehrte Freunde, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 111. Plenarsitzung. Das ist eine besondere Plenarsitzung. Ich freue mich, dass Sie am letzten Tag der Plenarwoche vor der Sommerpause freudig, erregt, guten Mutes zu uns gekommen sind und an dieser Plenarsitzung teilnehmen. Ich habe einige Dinge mitzuteilen. Bericht des Präsidenten über die Angemessenheit der Entschädigungen von Abgeordneten und zur Anpassung von Leistungen nach dem Hessischen Abgeordnetengesetz zum 1. Juli 2017, Drucksache 19/5061. Nach § 22 des Hessischen Abgeordnetengesetzes ist der Präsident des Landtags dazu verpflichtet, dem Landtag jährlich einen Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung zu erstatten. Daher gebe ich Ihnen diesen Bericht, der am 28. Juni 2017 als Drucksache verteilt und damit bekanntgegeben wurde, zur Kenntnis. Der Angemessenheitsbericht wird vom Plenum lediglich entgegengenommen. Nein, der wird jetzt entgegengenommen. Ja, aber jetzt nicht, heute nicht. Zur Tagesordnung. Es sind noch offen die Punkte 13 bis 21. 23 bis 27, 29 bis 30, 32 bis 39, 41 bis 44, 58 bis 63, 65 und 68 bis 70. Es ist weiter verteilt dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Hessen gegen Südlink, Drucksache 19/5068. Drucksache wird, Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird dies Top 71. Und wir werden das nach Top 63 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufrufen und ohne Aussprache abstimmen. Jawohl. Weiterhin verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend ehrenamtliches Engagement fördern, Gemeinnützigkeitsrecht hinsichtlich Anpassungsnotwendigkeiten aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen überprüfen, verdeckte Parteienfinanzierung verhindern, Drucksache 19/5069. Dringlichkeit wird auch bejaht. Dann wird der Dringliche Entschließungsantrag Top 72 und kann nach der Aktuellen Stunde zu 61 zu dem Thema aufgerufen und ebenfalls ohne Aussprache abgestimmt werden. Außerdem eingegangen Dringlicher Entschließungsantrag Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend autonome und digital vernetzte Mobilität ist zentrales Feld der Landesregierung, Drucksache 19/5070. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Top 73 und kann mit Top 13 zu diesem Thema aufgerufen werden. Kein Widerspruch. Machen wir es so. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Tagesordnung bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden, den Dringlichen Anträgen, die wir danach abstimmen, und so weiter und so fort. Es fehlen heute, entschuldigt, Herr Ministerpräsident Bouffier ganztägig, die Frau Staatsministerin Puttrich bis 10 Uhr. Nein, etwa 14 Uhr, zwei Flugausfälle. Nein, etwa 14 Uhr, zwei Flugausfälle, ruft der Leiter der Staatskanzlei. Also bis 14 Uhr. Auch gut. Fehlt die Frau Staatsministerin Eva Kühne-Hermann ganztägig. Herr Staatsminister Tarek Al-Wazir ab 11.30 Uhr. Stimmt das, Tarek, mit dem Fluch? Ja, gut. Und die Frau Abg. Regine Müller-Schwalmstadt, der Abg. Corrado Di Benedetto und die Frau Abg. Öztürk. Sonst noch Entschuldigung? Bitte sehr, Kollege Bellino. Aus familiären Gründen ist der Kollege Feilmann entschuldigt. Vielen Dank. Halten wir bitte fest im Protokoll, Kollege Feilmann ist entschuldigt. In der Mittagspause findet eine Veranstaltung der Hessischen Staatskanzlei im Kleinen Saal und im Wintergarten statt. In der Mittagspause der Plenarsitzung, 13 Uhr ca. tagt der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Sitzungsraum 204M. Der Europaausschuss, meine Damen und Herren, hören Sie doch ein bisschen zu, ich muss es doch auch anhören. Der Europaausschuss kommt zusammen im Sitzungsraum 510W. Und im Anschluss an die heutige Plenarsitzung ist der Untersuchungsausschuss 19.2 zusammen im Sitzungsraum. Steht aber hier. Also nein.
Ist die Hitze? Also, der Untersuchungsausschuss findet nicht statt. Das ist vernünftig. Gut. So, jetzt hätte ich hier noch hinzuweisen auf Fußballspiele. Soll das heute. Bitte? Ich soll das ganz kurz machen. Ich mache das auch. Der Kollege Staatssekretär Weinmeister hat sich hier schon zu Wort gemeldet. Ich nehme nicht an, dass er zu seinem Verhalten auf dem Platz hier eine Erklärung abgeben möchte. Also, beim Hessentag haben wir gegen die Mannschaft, Flüchtlingsmannschaft United Rotenburg gespielt und haben 4-1 verloren. Das war in Ordnung. Und danach wurde ein Scheck überreicht für benachteiligte Kinder. Dann gab es das Spiel in Bischofsheim. Da sage ich jetzt nicht viel dazu, weil wir schon oft darüber gesprochen haben. Ja, es wird abgewunken. Es wird abgewunken von allen Seiten. Wir haben das Spiel knapp verloren. Und das gibt es auch mit 5:4, weil wir, obwohl wir bestens eingestellt waren, in der zweiten Halbzeit schwach angefangen haben und stark nachgelassen haben. Und der Kollege Staatssekretär Weinmeister, der sich schon zu Wort gemeldet hat, das kann ich gar nicht vorlesen, was hier steht. Aber es wird ja gewünscht. Der Torwart Weinmeister musste bei einem Angriff des Gegners weit aus dem Tor, war dabei übereifrig und übermütig und wurde mit einem Elfmeter bestraft. Also, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir mal sagen, er hat schon viel ertragen müssen auf der fußballerischen Bühne. Wir sind trotzdem froh. Wir sind trotzdem froh, dass wir unsere Katze aus Nordhessen im Tor haben. Herzliche Gratulation. So, und der Mannschaft und auch unserem Freund Decker ein herzliches Wort des Dankes für die Arbeit im ersten Halbjahr. Ihr habt uns gut vertreten. Wir zwei stehen uns ja, wir wissen, was ist. Dankeschön. So, dann haben wir das auch mit Anstand mitgeteilt. Ja.